Oh Herr, meine Schäfli glauben mir den Scheissdreck einfach nicht mehr. Es gibt einfach zu viele Fakten, die gegen uns sprechen. Da sagen sie, es gibt Paralleluniversen. Und ja, leben auf anderen Planeten. Dann musst du halt härter predigen. Was heisst härter predigen? Härter geht doch nicht mehr, siehst du es ja. Herr. Jetzt hast du 2000 Jahre lang Klappe gehabt. Ich finde, jetzt kannst du ruhig mal etwas erzählen. Bewirke ein Wunder und zauber mir eine Stellungnahme in meine Hände. Jesus ist tot, doch bei Padre Benedetto ist noch alles im Lot. Für diese Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung, und sie gab es auch nicht. Meine von mir erfundene Welt ist kein Plagiat und diesen Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Tage neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Gottvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Sollte sich jemand hierdurch oder durch inkorrektes Setzen und Zitieren oder versäumtes Setzen von Fußnoten bei insgesamt 1300 Seiten und 475 Verboten verletzt fühlen, so tut mir das aufrichtig leid. Die eingehende Prüfung und Gewichtung dieser Fehler obliegt jetzt dem Vatikan und ich werde selbstverständlich aktiv mithelfen, festzustellen, inwiefern dahin ein wissenschaftliches, und ich betone, wissenschaftliches Fehlverhalten liegen könnte. Ich werde gerne bis zum Ergebnis dieser Prüfung vorübergehend, ich betone, vorübergehend, auf das Führen des Titels Allbarmherziger Gott verzichten. Allerdings nur bis dahin. Anschließend würde ich ihn wieder führen. Ich werde mir keine anderen Maßstäbe anlegen, als ich sie bei anderen angesetzt hätte. Jede weitere Kommunikation zu diesem Thema werde ich von nun an ausschließlich mit dem Vatikan führen. Die Menschen auf diesem Planeten erwarten, dass ich mich um das fordernde Amt des Allmächtigen mit voller Kraft kümmere. Und das kann ich auch. Wir stehen vor einem historischen Kirchenstillstand und ich trage die Verantwortung für Christi-Soldaten im Einsatz, wie ein Ereignis am heutigen Tag wieder einmal mehr auf bittere Weise zeigt. Herzlichen Dank.